Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Loot Your Self Inspiration Kids Club. Heute gibt es wieder ein Schleimvideo für euch. Und zwar werde ich heute versuchen, Unicorn Poo nachzumachen. Also es gibt wieder eine Folge von DIY gegen gekauft. Und hier seht ihr schon mal den gekauften Schleim. Ihr könnt natürlich wieder abstimmen, welche Variante gefällt euch besser, die gekaufte oder die selbstgemachte. Ihr seht, der Schleim ist ziemlich klebrig. Lässt sich nicht reißen. Doch. Aber mit ganz, ganz viel Kraft geht es. Und ich habe Glitzer an den Händen. Und es ist eben pinke Einhornkacke. Und ja, pink, glitzerig, kleine Glitzer, kleine Glitzerelemente drin. Die habe ich hier auch schon einmal vorbereitet. Das passt, glaube ich, perfekt. Dann habe ich hier rosanen Kleber. Die Farbe ist ein Tucken heller. Seht ihr hier? Mal gucken, ob der Glitzer so ein bisschen abdunkelt. Und hier sind auch ein paar größere Elemente darin. Das wird also die Basis des Schleims. Den gebe ich auch schon mal hier rein. Ich versuche mal, möglichst alles aus der Flasche rauslaufen zu lassen. Und zusätzlich benutze ich natürlich wieder Kaisernatron und Kontaktlinsenflüssigkeit für diesen Schleim. Für diese Einhornkacke. So, ich lasse es noch ein bisschen rauslaufen. Ich hoffe, ich bekomme noch ein bisschen mehr da raus. Okay, das ist die Menge an Kleber, die ich jetzt noch rausbekommen habe aus der Flasche. Und jetzt kommt erstmal Silber dazu. Nicht zu wenig. Hier ist nochmal der Vergleichsschleim. Okay, vielleicht war es ein bisschen viel Glitzer. Die Farbe hat sich jetzt ein bisschen sehr verändert. Ihr seht, es ist auf jeden Fall ein Experiment. Also, naja, wirklich ans Original werde ich nicht reinkommen. Hier ist ein bisschen mehr Rot drin. Vielleicht, ich hole mir einfach ein bisschen roten Kleber. Hier kommt ein bisschen mehr Rot rein. Mal gucken, was dann passiert. Vielleicht komme ich näher an die Farbe wieder dran. Die gleiche Kleberflasche, nur in Rot. Ich gebe erstmal ein bisschen dazu. Farbton ist ein bisschen intensiver geworden. Also mehr Rot. Der Farbton nähert sich wieder mehr an. Ich glaube, es ist jetzt genug Rot. Das heißt, jetzt kommt Kaisernatron dazu und ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit. Kaisernatron, eine frische Tüte. Vielleicht ein bisschen viel. Ein bisschen wieder raus. Also so eine Prise, so eine leichte Schicht reicht da schon. Und jetzt die Kontaktlinsenflüssigkeit. Kaisernatron und Kontaktlinsenflüssigkeit bekommt ihr beides in der Drogerie oder im Supermarkt. Und ihr seht direkt die Veränderung. Es wird schleimig und fest. Inzwischen habe ich meinen DIY-Schleim fertig geknetet. Er ist jetzt durchaus eine Ecke heller als der andere, aber ich finde ihn trotzdem super gut gelungen. Ich habe mir überlegt, ich werde noch versuchen, ein bisschen mehr Rot reinzugeben. Einfach nur, um ihn noch ein bisschen ähnlicher zu kriegen. Ich habe leider keine pinke Farbe da. Aber ich könnte es auch noch mal mit pinkem Glitzer versuchen. Meiner Erfahrung nach färbt Glitzer auch immer noch richtig gut mit. Also er ist jetzt noch mal einen Tucken dunkler geworden, aber eben nicht in dem Bereich, wo dieser hier ist. Glitzer und da hinten ist auch noch ein bisschen auf dem Tisch, den nehme ich auch noch mit rein. Und immer schön weiter kneten. Okay, mit dem Glitzer ist es jetzt ein bisschen dunkler geworden, aber natürlich immer noch nicht dieser Neon-Farbton. Und ihr könnt jetzt wieder entscheiden, welche Variante gefällt euch besser. Die selbstgemachte hier mit vielem verschiedenen Glitzer in Silber, in Pink, in verschiedenen Größen und ich glaube auch ein bisschen Gold sehe ich auch durchblitzen. Sonst eben dieser etwas dunkle Rosaton.
super hübsch. Richtig schöne Konsistenz. Bei dieser ist ein bisschen fester. Das ist so der einzige Unterschied. Ich sollte sie nicht unbedingt mischen. Wobei, ihr könnt natürlich auch mal wieder kommentieren. Wollt ihr mal wieder ein Schleim-Misch-Video sehen? Kann ich natürlich auch mal wieder gerne machen. Also dieser hier ein bisschen fester, mehr Neon-Pink und nur eine Art von Glitzer drin. Also einfach wieder abstimmen oder natürlich unten in die Kommentare schreiben. Team DIY, Team gekauft. Und ja, ich bin gespannt, das Ganze zu lesen und bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Dafür einfach den Abonnieren-Button unten drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!